Ja, grüßt euch. Heute kleines, kurzes, neues Video habe ich wieder für euch. Und zwar, ja, Vorspann habt ihr schon gesehen, Handschuhfach VW Audi. Ja, die gehen ja häufig kaputt. Da bricht eine der Scharniere ab. Und zwar kann man das relativ einfach reparieren. Und zwar gibt es da einen Reparatursatz für. Könnt ihr auf den Link unten in der Beschreibung klicken. Da findet ihr dann bei den einschlägigen Portalen eBay, Amazon und Co. Dann das Produkt. Kostet je nachdem, wie und wo es dann angeboten wird, zwischen 7,90 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt oder auch gibt es auch für 15 Euro inklusive Versand. Ist also sehr günstig, sind zwei Metallwinkel, ein paar Schrauben und ein paar neue Stifte. Und zwar kann man damit dann das gebrochene Handschuhfach wieder reparieren. Man braucht dafür eine Bohrmaschine und einen kleinen Stift zum Anzeichnen und mehr braucht man eigentlich nicht. Gut, Schraubenzieher natürlich dann, um das Ganze festzuziehen. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr da machen müsst, wie das montiert wird. Ist jetzt keine hundertprozentige Superlösung, hat man natürlich optisch dann diese Winkel, die man sieht, aber ist stabil, müsst da nichts kleben und müsst auch kein teures, gebrauchtes Handschuhfach kaufen, weil die sind nämlich sehr rar. Ja, passt bei vielen Fahrzeugen, Audi, VW, Passat habe ich es schon gehabt, ist es gebrochen und jetzt hier aktuell, was ihr am Vorspann gesehen habt, ist von einem Audi A4, ne, da ist es auch gebrochen und das wollen wir jetzt mal reparieren. Geht ganz einfach und was wir da machen müssen, das sehen wir jetzt gleich im Video. Ja, würde ich sagen, los geht's, Material auspacken, anzeichnen und dann dran schrauben. Ja, Material ist ausgepackt, sieht dann so aus. Das sind die beiden Winkel. Sind zwei Stück dabei. Wenn beide Seiten schlecht sind, kann man beide Seiten reparieren. Sind auch ein paar neue Stifte dabei und halt die passenden Schrauben. Ja, das Ganze wird dann quasi hier, gehe ich mal mit der Kamera hier etwas näher ran, quasi auf das ausklappbare Teil aufgeschraubt und dann hier hinten an dem Winkel festgeschraubt und der stützt das dann. Also man braucht da nichts kleben. Es wird einfach festgeschraubt und dann funktioniert das wieder. Ja, ich nehme jetzt das mal ein bisschen auseinander alles, damit man es gleich besser sehen kann, was da gemacht werden muss. Aber in der Regel kriegt man es hin im eingebauten Zustand. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal das Handschuh vorausnehmen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Man kann einfach dann im eingebauten Zustand, im Fahrzeug, die Löcher bohren und den Winkel ansetzen. Wenn ihr das Handschuhfach ganz zerlegen müsst oder wollt, dann müsst ihr vorher quasi hier an der Stelle die Splinte rausziehen. Ja, die sind hier reingesteckt. So sehen die aus. Sind noch ein paar neue dabei als Ersatz. Also wenn ihr den hier mal kaputt macht oder wenn der nicht mehr so schön ist, habt ihr auch in diesem Kit einen Ersatzsplint dabei. Ich nehme den jetzt erstmal raus und dann habe ich das ganze Handschuhfach hier auch von der Halterung oder hier von dem Teil, was im Fahrzeug bleibt, quasi getrennt. So, jetzt zeichnen wir den Bügel, wie ich schon gerade erwähnt habe, zeichnen wir den an. Ich musste den allerdings ein bisschen nacharbeiten und zwar hier oben. Ja, da sieht man, da war die Kante so ein bisschen, ich würde mal sagen, zu lang. Hat irgendwie nicht so ganz gepasst, war mir nicht bündig genug, weil da hat er hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann, ne, da hat er hier oben so ein bisschen abgestanden. Ja, deshalb habe ich da ein bisschen abgeschliffen und jetzt kann man ja sehen, ist der schon ziemlich passgenau, also liegt hier genau bündig an. Und ja, ist auch ein bisschen stabiler, hat man keine Luft dazwischen, ne? Soll ja auch ordentlich werden. Ja, ne? Das Ding nehmen wir dann, drücken das hier dann schon mal so fest. So, schieben den hier ran, ne? Mit der Hand festhalten und dann einfach hier anzeichnen. 2, 3, 4. Ja, vorbohren, Schrauben rein, ja und schon ist das Ding repariert.
So, fertig zusammengebaut. Sieht das Ganze dann so aus. Ne? Schrauben sind drinne, festgezogen. Ja. Ja, über die Optik kann man sich streiten, aber besser als ein neues Handschuhfach. Und es ist wirklich super stabil. Also man kann ja schon mit grober Gewalt dran ziehen. Da verbiegt sich nichts. Ja, Passgenauigkeit, okay. Es gibt Besseres. Aber ist die Frage, ob man das hinterher dann im Fahrzeug überhaupt noch sieht oder was von merkt. Wie gesagt, ist jetzt keine super geile 100.000% Lösung, aber hält, funktioniert, erfüllt seinen Zweck, kostet nicht viel, Auto repariert und in der Praxis glaube ich nicht, dass man da irgendwas großartig von merkt, dass das so geflickt ist. Gut, so viel dazu, bauen wir das Ding wieder zusammen.